Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Handball 17 auf dem PC hier auf Crunchtime United. Ich bin wieder mal euer Gotti LP und Melsungen gegen die Recken. Das soll es werden. Also Melsungen empfängt Hannover Burgdorf, ein kleines Dorf in Niedersachsen. Und mittlerweile weiß ich ja, wen ich in diesem Dorf antreffen würde. Schönen Gruß an den kleinen Bolti. Melsungen gegen Hannover. Wir sollen mit Melsungen spielen. Das mache ich doch glatt. Ein ziemliches Mittelfeldduell. Ich glaube, Melsungen müsste so Platz 10 sein. Und die Recken waren ähnlich in dem Bereich zu finden. Ich glaube, 8., 9., also nah beieinander beide Teams. Und wir schauen uns gerade mal die Kader der Mannschaften an. Wir sehen hier den Torwart Willardsen. Ich hoffe, Willardsen. Ja, wenn man jetzt René, wenn man jetzt wüsste, welche Nationalität er angehört. René Willardsen oder Willardsen? Man weiß nicht. Michael Allendorf, das kriegen wir hin. Philipp Müller, dann haben wir Patrick Fallgren, Marino Maric, Michael Müller. Philipp Müller, Michael Müller, die sehen auch beide brüderlich aus. Also, wenn die mal nicht hier aus einem Schlag sind, der ist 18, das glaubt ihr doch selber nicht. Oder hat der die Nummer 18? Ne, die Nummer 18, aber alles klar. 84 geboren, ich wollte schon sagen, 84 geboren, das ist 6 Jahre jünger als ich, der ist 33. Okay, ja, das passt schon eher. Der ist auch 84 geboren. Beide am gleichen Tag, wenn das mal keine Zwillinge sind. So, jetzt haben wir es. Michael Müller und Philipp Müller, ne? Die Ähnlichkeit war auch schon sehr hoch. Okay, und dann haben wir noch Johannes Sellen. Leider kein einziger Spieler dabei, den ich vom Namen her zumindest kenne. Aber muss ich ja auch nicht. Auf der anderen Seite haben wir Martin Ziemer, dann Kaspar Mortensen, Fabian Böhm, Morten Olsen. Ja, an den kann ich mich erinnern, denn ich habe ja schon mal gesagt, da kenne ich lediglich einen Fußballspieler, / mittlerweile ja Trainer aus Dänemark. Erik Schmidt, Kai Heffner, Torge Johansen, Malte Semisch auf der Bank als Ersatztorhüter, Julius Hinz. Lars Lenhoff, Sabatych, Dominik Kalafut, Runa Karason. Naja, könnt ihr euch jetzt mal selber nochmal angucken. Ich würde sagen, wir gehen hier direkt. Ja, das hatten wir letztens schon ein paar Mal, die Halle. Jetzt sehen wir mal eine andere Farbe. Begeben wir uns direkt hier in die Halle in Melsungen. Und dann schauen wir uns da mal an, wie dieses Duell von zwei Teams ebenfalls auf Augenhöhe hier enden wird. Erstmal hier der Controller-Check, ob hier auch alles gut angekommen ist, aber sieht schön aus, sieht fluffig aus und bin Startklar. Bin hier voll Startklar. Oh, Dreierblock! Yes! Melsungen mit dem Dreierblock. Und da gehen wir mal hier aufs Foul, denn ich habe hier keine Lust, ein solches einfaches Tor zuzulassen. Verwarnung wegen passives Spiel, aber da kommt der Abschluss dann doch noch von Kai Häfner. Ah, steigt er hoch und der Block nicht konsequent genug, würde ich beinahe als Handballleier hier sagen. Ah, da treffen wir die Latte. Wie ärgerlich. Ja, da raunen die Fans ein bisschen verspätet, aber sie raunen noch. Es ruckelt auch wieder. Also es hat auch wieder kleine Ruckler hier drin, das Spiel. Das ist ja... Och, nein. Wieder dieser Trick, wo er nicht nach unten wirft beim Zielen, sondern einfach schön gehalten. Sich umdreht. Ja. Ja, dieses Spiel, was soll ich dazu... Auch wieder hier. Schön. Du kannst zielen wie ein junger Gott. Michael Allendorf bekommt da den Ball tatsächlich nochmal in die Hand und bekommt eine Chance, seinen Fauxpas wieder auszubügeln. Ja, jetzt nicht bewegen war da die Devise.
Ah, links Mitte hat er gerochen. Hat der Torwart aber auch schon sich hingezuckt, als ich noch am Werfen war. Am Zielen war. Ich muss da drauf achten, ob man das vielleicht sogar bei einigen Aktionen erkennen kann, dass der Torwart sich schon irgendwo hin bewegt. Oh, Philipp Müller hat ein bisschen Glück, hat ein bisschen Glück. Der Goalie macht da nicht die Ecke dicht, der macht da sich selber dicht. Nimmt sich da irgendwie komplett selber aus dem Spiel, habe ich das Gefühl gehabt. Indem er da mehr als nur die Ecke dicht gemacht hat. Gerade ging schon der Arm der Schiri nach oben. Dann kam der Abschluss dann und der war auch nicht besonders gut. Aber sie kriegen den Ball und sie kriegen nochmal den Ball und sie kriegen nochmal den Ball und sie kriegen nochmal den Ball. Und was kriegen wir? 2 Minuten. Naja, ist ja auch was. Das ist ja auch was. Wäre es jetzt nur 1 Minute gewesen, da hätte ich mich... Ah, das läuft nicht. Es läuft hier wieder... ja, ihr seht es ja nicht, aber es... Oh. Es ruckelt. Also, ihr seht es ja schon. Ich glaube, die Ruckler, die kriegt ihr dann doch noch mit. Mein Aufnahmeprogramm sagt, 10% meiner CPU ist verbraucht. Mein Arbeitsspeicher lacht sich gerade tot. Und daran liegt es definitiv nicht. Es ist tatsächlich... Ich habe ja die Befürchtung oder das Gefühl, es ist die Halle. Es ist... Diese Ruckler sind oftmals mit der Wahl der Halle verbunden. Zumindest habe ich das... Ja, vor ein paar Aufnahmen mal irgendwann mal so gedacht. So, sind wir eigentlich wieder vollzählig? Ja, wir sind wieder vollzählig. Ah, da waren wir durch. Bumm! Der Allendorf hämmert das Ding unten ans Gebälk. Ja, wie gesagt, manchmal habe ich das Gefühl, es ist die Wahl der Halle. Wobei, diese Halle hatten wir doch auch schon oft ohne Probleme, oder? Mr. Morten Olsen, bitte, an Kasse 3. So, da steigt er hoch und dann rechts unten. Rechts unten, da kann ich gar nicht mehr hinwerfen. Ich habe heute schon des Öfteren versucht, nach rechts unten zu zielen. Ah, jetzt geht's links unten. Immerhin. Aber hat der Torhüter gerochen. Ah, wollen wir mal gucken. Oh, Fehlpass. Und dann wird der Ball hier geklärt. Tempo-Gegenstoß. Nee, sie brechen ab. Sie brechen ab. Die Jungs aus Melsungen und sagen hier... Oh, wieder links unten ist anscheinend seine starke Ecke. Ja, das ist doch... Das ist so blöd. Ja, bist da mitten im Dreierblock, springst auch gar nicht hoch, sondern wirfst quasi im Stehen, versuchst aufs Tor zu werfen. Nun gut. Und hoch der Block, hoch die Tassen. Ja, und dann kriegt er den Ball zurück. Ich hau zweimal auf die Foul-Taste und das interessiert ihn gar nicht. Hm, beeindruckend. Oh, ist ja viel Platz hier. Latte. Shit. Wieder ein kleiner Ruckler drin. Und dann kommen erst die Zuschauer. Also es kann auch durchaus hier ein Audio-Problem sein. Ne? Ist gerade schon auffällig, wie spät erst die Fans dann reagieren. Den wollen wir nicht. Wir bauen hier einen Spielzug aus. Auf. Ja, war auch gut. 26 Minuten gespielt, Vorteilregel greift und ja, jetzt kommt der Pfiff. Haben wir nämlich mal herzhaft zugelangt und werden belohnt, indem wir jetzt nämlich hier den Tempo-Gegenstoß fahren können. Und ja, Johannes Sellin hinten gut verteidigt, vorne mit links in den Knick links oben das Ding verwandelt. So darf es laufen. Ich sehe gerade, und da bin ich jetzt, da muss ich gleich mal gucken. Gibt es Größenunterschiede bei den Spielern? Also jetzt gerade sehe ich es natürlich nicht mehr. Ist ja klar. Ja, schönes Tor. Müsste wieder Allendorf gewesen sein, so ist es. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich... Oder ist das nur frisurabhängig? Hm.
So, Hüftwurf, aber es ist Ende. Schade. Ich dachte, den Wurf kriege ich noch hin. Leider nicht. 6-5. Ja, ein knapper Halbzeitstand, würde ich sagen. Wir haben 14 Würfe. Die Recken haben 19 Würfe. Ja gut, das sind ja auch die Second Chance Points, die sie jedes Mal wieder bekommen. 37% auf unserer Seite gehalten. 45% hat der hannoveranische Torhüter gehalten. Keine 7 Meter im Spiel. Gibt es sowieso schon länger nicht mehr, oder? Wann hatten wir das letzte Mal einen 7 Meter? Das ist schon ein paar Aufnahmen her. Und 2 Minuten Strafen nur auf meiner Seite. Das ist ja Tradition. Fabian Böhm. Ganz, ganz, ganz weit aus dem Rückraum. Steigt er damit viel Dampf hoch. Und gleich aus zum 6:6, also ein schnelles Törchen. Anspiel an den Kreis. Schöne Drehung. Marino Maric. Schade, es hätte eine Zeitlupe verdient gehabt. Da hätte ich gerne eine Zeitlupe drüber gesehen. Ah, rechts unten ist er. Rechts unten kann er. Ah, wieder Maric. Ja, jetzt dreht er auf, der Kreisläufer, der Melsunger. Ist es Melsunger? Ist Melsunger die Mehrzahl von Melsungen? Einer aus Melsungen, zwei... zwei aus Melsungen, das ist Unsinn. Ein Melsunger, zwei Melsunger. Ja, muss ein Melsungen, zwei Melsunger? Darüber könnte ich jetzt stundenlang philosophieren. Oh, da kommt er mit dem Fuß dran. Hallöchen. Hätte der sich heute Morgen die Fußnägel geschnitten, hätte er den nicht gehalten. Da hätte er den nicht gehalten. Anschlusstreffer. Nee, Ausgleich. Entschuldigung. Torge Johansson, der Rechtsaußen, macht da gut. Nach einer schönen Passstaffette. Dann ist flup, flup, flup. Und dann war das Ding auch schon drin. Und was machen wir? Wir scheitern erneut am gut aufgelegenen Torwart der Recken. Eieieiei. 8-8. Richtig knappes Spiel. Richtig Spannung hier drin. Und da ist die Führung für die Hannoveraner. Kaspar Mortensen. Ich bin ein bisschen verschnupft übrigens. Nicht wundern, dass es... den haben wir gerade gemacht. Jetzt spielen wir mal den Spielzug. Dass es ein bisschen komisch gerade ist. Hat Höhen und Tiefen. Jetzt gerade wird es irgendwie nervig schlimmer, habe ich das Gefühl. Egal. Wir ziehen das durch. Die Drogen helfen. Führung Hannover, Kai Häfner. Und Kai Häfner, den Namen, den kennen wir ja. Den haben wir ja schon oft, wenn wir gegen die Hannoveraner gespielt haben, gelesen. Scheint ein ziemliches Tier zu sein und wir treffen dann zum dritten Mal in diesem Spiel. Nur das Aluminium, nur die Latte. Wie ärgerlich. Und da war, glaube ich, ja, da war er im Kreis. Ich wollte mich schon aufregen, warum er den Ball so wiederbekommt. Ah, kurze, schnelle Bewegung. Und Philipp Müller gleicht aus. Melsungen ist wieder dran hier. Und es ist noch gut zu spielen. Aber was ist das denn, Fabian Böhm? Richtig schlechte Verteidigung. Und der Fabi erkennt das hier direkt und sagt... Das wird hier herzhaft ausgenutzt. Philipp Müller aus dem Stand. Wahnsinn. Schön gehalten. Super Parade. Und es bleibt jetzt erstmal beim 11:11. Und wir starten einen weiteren Spielzug oder auch nicht. Hat er keinen Bock zu passen. Naja, muss er ja auch nicht. Dann ist halt der Allendorf da. Mein Spieler des Spiels bis hierhin. Wirklich eine überragende Leistung von Michael Allendorf. Und jetzt der Konter. Jetzt der Konter. Das kann schon, ja, Philipp Müller. Das kann schon spielentscheidend. Also so eine Phase im Spiel, die gerade sehr sensibel ist. Wir sind jetzt 2 vor und ach, schade, der Ball. Bleibt der Ball für einen Moment im Block hängen. Aber es ist, wie es ist. Die KI reagiert da am stärksten. Und kann da wirklich
Anspiel an den Kreis gerade nicht möglich gewesen. Immer noch nicht möglich gewesen, übrigens. Und die super Parade. Und auch das eine sehr starke Aktion. Und jetzt geht Morten Olsen 2 Minuten runter. Ich sehe es gerade zum ersten Mal, dass sie eine Ausdaueranzeige haben hier. Oh, guck mal. Ein schöner Dreher-Roller-Wurzler von der linken Seite. Natürlich wieder der Allendorf. Oh, guck mal. Richtig mit Effet. Richtig Schnitt reingelegt. Ein Schnitter wäre auch noch eine gute Bezeichnung für diesen Wurf. Ich sage einfach Schnitter. Allein schon, um euch zu ärgern, werde ich jetzt mir angewöhnen, da jedes Mal Schnitter zu sagen. Ein schöner Schnitter. Ja, finde ich gut. Hier, geht nochmal ein Schnitter? Nein. Schade, da macht er die Animation nicht. 14-13, Hannover wieder natürlich vollzählig. Und mit dem Ausgleich. 6 Minuten noch hier auf der Uhr in Melsungen. Und das Spiel, es ist auf Messers Schneide. 14-14 hier. Ach, schon wieder seitlich einspringen Animation. Ne? Und dann kannst du auch nicht schnitten. Dann kannst du auch nicht den großen Schnitter auspacken. Ja, wie soll das denn gehen? Ah, das ist nicht unser. Schade. Aber der Kreisläufer, ja, er kriegt hier nicht den freien Wurf. Dafür aber Kai Häfner. Ausgleich 15-15. Die Hannoveraner jetzt gerade ein bisschen im Glück. Also das war schon ziemlich, ja, das hätte auch nach hinten losgehen können. Und jetzt ist es sogar Glück des Tüchtigen. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier die Verteidigung hinbekommen. Kein Offensivfall, aber der Stil. Und wir haben wahrscheinlich den letzten Angriff. Wir werden den letzten Angriff haben. Und über wen könnten wir da anders gehen als über den Kollegen? Nein! Aber es ist faul! 2 Minuten Strafe! Allendorf mit der Riesenchance. Und wir gehen erneut über Allendorf und wieder die Latte. Da ist es doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Das kann doch nicht wahr sein. Heieiei. Da hat Allendorf hier zweimal die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden. Einmal wird er gefoult und einmal knallt er das Ding wieder an den Querbalken. Ach, und so sind es tatsächlich die Recken, die am Ende, ja, ich sag's mal ganz platt, die Hände in die Luft strecken, denn sie holen ja einen Unentschieden und sie wissen ganz genau, das hätte auch ganz schnell nach hinten losgehen können, wenn hier dieses letzte Ding drin gewesen wäre oder auch so die vorletzten Angriffe, ne? Da waren ja auch sehr viel Glück dabei beim Ausgleich zum Beispiel und ja, aber Glück gehört bei jeder Sportart dazu, da tut es sich nichts, ob es nun Handball ist, Basketball ist oder Football oder Eishockey oder was auch immer gerade ansteht. Glück gehört immer dazu. Glück kann und muss man sich aber auch in so Situationen einfach erarbeiten. Und dementsprechend Gratulation hier an die Recken zu dem ja, erarbeiteten Glück und zu dem Ausgleich. Ich bin gespannt, ob wir damit richtig liegen. Wird es zwischen diesen beiden Teams, oh Mann, tatsächlich auch in Wirklichkeit heute Abend einen Unentschieden geben? Ich versuche mal reinzuschauen und ich hoffe, ihr tut es auch. Schreibt in die Kommentare, falls ich nicht reinschauen sollte, schreibt mal ruhig, wie es denn ausgegangen ist. Interessiert mich immer und ich gucke eher in die Kommentare, muss ich ganz ehrlich gestehen, als auf den Spielplan der DKP Handball Bundesliga. Dementsprechend würde ich mich da freuen, wenn ihr ein bisschen ne, eure Spuren hinterlasst hier unten in den Kommentaren. So, danke fürs Zusehen und bis nächste Woche. Macht's gut, euer Goddy. Ciao. Ja, Leute, das war's mal wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über ein Like freuen oder auch über einen Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch einfach diesen Kanal, indem ihr hier auf Abonnieren klickt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Goddy LP.